Weiter geht es mit einer neuen Folge FIFA 20 Karrieremodus mit dem VfL Wolfsburg. Bevor das Video startet, möchte ich mich aber noch einmal kurz bedanken. Und zwar hat sich der Abonnent gemeldet, der neu dazugekommen ist. Und zwar ist es Mert Kais. Ich hoffe, ich habe den Nachnamen richtig ausgesprochen. Und ich sehe auch gerade, dass noch ein neuer Abonnent dazugekommen ist. Und zwar Mammut Kais mit dem gleichen Nachnamen. Eventuell können das ja sogar Brüder sein. Ich heiße euch beide nochmal offiziell herzlich willkommen und vielen Dank für euer Abo. So, Mann, ich kann gar nicht mehr reden. So, wir sind langsam am Saisonende. 31. Spieltag jetzt gegen die Hertha. Und wir sind immer noch Erster mit 4 Punkten. Wir können sogar auf 7 Punkte von Leipzig davonschreiten. Ja. Das ist meine Startformation. Foden auf jeden Fall gegen die Bayern hat er uns eigentlich so gut wie zum Meister geschossen. Und ja, jetzt gegen Hertha dürften wir nichts anbrennen lassen. So, genug geredet. Auf geht's. ja, heim. Das passt. Ja, das passt auch alles. Boah. So, gehen wir rein. Willkommen hier in der Volkswagen Arena, liebe Fußballfreunde. Ich begrüße Sie herzlich zu dieser Partie. Mein Name ist Fuß. So, wir haben, glaube ich, jetzt noch zwei Heimspiele. Das ist davon das erste. Ne, Quatsch, wir haben noch. Ne, drei Heimspiele. Ne, zwei. So. Mit einem Sieg sind wir ganz, ganz dicht dran an der Meisterschaft. Ich glaube, dann fehlt uns noch irgendwie ein Punkt. Und dann bin ich das erste Mal in FIFA 20 Meister. Ich habe es die ganze Zeit sonst nicht geschafft. Ah, Embolo, schade. So, Thielemans ist auch wieder in die Startelf gerückt. Tim Zurella auch. So, Thielemans muss er da ran. Aber jetzt die Hertha. Abseits, abseits, abseits. So, Früchtl ist auch wieder ins Tor gegangen. Donin hat zwar gut gespielt, aber Früchtl auf die gesamte Saison her konstanter gespielt. So, Foden. Foden läuft. Ah, Tonali, schwacher Ball. Ah. Ah, das gibt Eckball. Raus damit. So einfach bitte raus damit, genau. So, Hertha hier auf jeden Fall mit mehr Ballbesitz, mit mehr Zug nach vorne. Uns gelingt irgendwie noch nicht so richtig. Wirkt schon ein bisschen eingeschüchtert. So, Embolo. Zieht an. Oh, zieht an, aber dann kommt er nicht an den letzten Verteidiger vorbei. So, Embolo für mich eigentlich Spieler der Saison. Was unsere Mannschaft betrifft. Also der hat auch 15 Saisontore überragend. Bereitet gut Pässe, also Tore vor. Spielt kluge Pässe. Also zum Glück habe ich den nicht abgegeben. Und Foden natürlich, den dürfen wir auch nicht vergessen. Der hat jetzt nochmal richtig aufgedreht. Hat sogar Havertz verdrängt vom Stammplatz. Deswegen ist Havertz auch ein bisschen unzufrieden. So, jetzt kommt Foden. Foden, was hat er eine Idee?
auf Embolo. Embolo schießt, ja, abgefälscht, bleibt hier beim 0-0. Aber Sessegnon eigentlich auch gut gespielt. Tielemans hat einen strammen Schuss, aber wieder abgefälscht. Man muss auch sagen, Hoslek hatte aber auch eine sehr, sehr gute Phase. Da, wo er mit Foden richtig gut brilliert hat. Jetzt Foden nochmal, abgefälscht. So, jetzt nochmal Foden. Ah, wenn der Ball durchkommt, ist Foden komplett frei durch. So bleibt es ja weiter beim 0-0. Oh, das Spiel, das müsste Abseits sein. Das ist Abseits. So, Tielemans. Tonali. So, Sessegnon sucht Embolo, findet aber Sancho. Ah, der kann den Ball nicht so gut weiterleiten. Und die Kontermöglichkeit für Berlin. Aber wir sind relativ wieder gestaffelt hinten. Kamera kann klären. Jetzt nochmal vorne. Hat er eine Idee? Schickt Embolo. Guter Ball. Embolo. Ah, schade. Bisschen zu spitz. Gibt noch mal einen Wurf. Ah, schade. So, Halbzeit 0-0. Im Groben und Ganzen ist es Ergebnis verdient, weil wir auch nicht zwingend vorm Tor waren. Die haben jetzt keine Großchancen oder so. Sind aber auf jeden Fall dominanter. Das auf jeden Fall. So, ich würde mal sagen, Amiri kommt rein. Für Foden. Vielleicht hat Amiri ja noch mal eine Idee. Jetzt geht's weiter mit der zweiten Hälfte. Hertha mit dem Anstoß. Leute, dann schreibt ihr doch mal, wen ihr bis jetzt am besten, den besten Spieler der Saison findet. Also für mich, wenn ich mich entscheiden müsste, wäre es Embolo. Und Amiri mit dem 1-0. Amiri mit dem 1-0, aber Embolo wieder mit dem Ball gewinnen. Ihr könnt ja gerne mal schreiben, wen ihr euer Spieler der Saison von unserer Mannschaft. Also für mich ist es Embolo und danach knapp kommt Foden. Würde mich mal interessieren, was ihr so sagt. So, wir wechseln. Wir werden jetzt ein Tick defensiver. Ich glaube, Todibo kann ja auch zentrales defensives Mittelfeld spielen, ne? Wobei. Na komm, bringen wir nochmal Barco rein. Der hat sich das auch verdient. Guter Aufbau. Ah, Amiri Fehlpass. Das war ein Foul. Und in Freiburg können wir denn die Meisterschaft, glaube ich, klar machen. Und zwar schon in dieser Folge können wir Meister werden. Los, ja, Früchtl hat ihn sehr gut. Tielemans mit dem Ballwechsel auf Rhys James. Tonali. Rhys James. Oh, Rhys James setzt sich da durch. Sancho. Sancho. Ah, den Ball zu weit vorgelegt. Schade. Wir wechseln jetzt nochmal. Ja, Embolo geht raus und dann wird auf jeden Fall nochmal Bordeaux seine Chance bekommen. Oh, guter Seitenwechsel da. Kein Problem für Früchtl. So ist James.
Ah, das war ein bisschen zu optimistisch. So, jetzt Standing Ovations für Mbolo und Amiri. Ne, Amiri habe ich gar nicht ausgewechselt. Den habe ich ja schon. Den habe ich gar nicht. Mein Fehler. So. Aber Mbolo mit der sensationellen Vorbereitung, der sich da im Mittelfeld den Ball erobert hat. Reicht dieses knappes Ergebnis? Amiri nochmal zum Sieg. Das ist die große Frage. So, Eckball. Wo ist Mbolo? Den haben wir ausgewechselt. Wo ist Boadus? Da ist er. Und der geht daneben. So, von Hertha kommt jetzt aber auch nicht mehr viel. Oh, Kamera, stark. Jetzt. Boadus. Ah, Amiri. Ah, der Abschuss ein bisschen zu schwach. Wie ist James? Aber jetzt nochmal Druck. Wir drehen jetzt gerade nochmal ein bisschen auf. Tielemans. Ah. Tielemans würde ich gerne nächste Saison verkaufen. Wenn wir da ein gutes Angebot bekommen. Der ist bei uns nie so richtig warm geworden. Oder wie seht ihr das? Könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob wir Tielemans abgeben sollen. Ich bin dafür. Und unseren jungen Nachwuchs mal eine Chance geben. Also gerne in die Kommentare schreiben, ob ich Tielemans abgeben soll oder nicht. Ich bin dafür. So, jetzt nochmal. Da ist Tielemans. Auf Amiri. Und da ist Tielemans. Und der macht das 2-0. Und damit den Deckel drauf. Und eben noch so ein bisschen gescholten von meiner Seite. Aber er macht das entscheidende Tor, das uns auch den Sieg bringt. Da lege ich mich auf jeden Fall jetzt fest. Und Vorbereitung wieder Amiri. Der jetzt auch ein Tor und eine Vorbereitung gemacht hat. Zweites Saisontor Tielemans. Oh, gut gemacht davon Kamera, noch schön geblockt. Jetzt nochmal Kontosituation. Ah, stark gemacht von Löwen. Und jetzt Barco. Amiri. 3-0, Fragezeichen. 3-0, Ausrufezeichen. Das ist die Entscheidung. Amira, Spieler des Spiels. Und da grinst er in die Kamera. Das darf er völlig zurecht. Elftes Saisontor auch von Amiri, der aber auch anfangs noch verletzt war. So, wir gewinnen 3-0. Und Champions League ist drinne. Wir sind dabei, nächstes Jahr in der Champions League durch die Liga qualifiziert. Und ja. So, jetzt gibt es natürlich noch Interviews. Zunächst mal danke, dass Sie direkt nach dem Schlusspfiff zu uns ich würde sagen, insgesamt eine tolle Leistung, auf jeden Fall. Wir dürfen uns nach wie vor nicht darauf konzentrieren. Nicht nachlassen. Vielen Dank. So, jetzt können wir, glaube ich, wenn Bayern und Leipzig verlieren, sind wir Meister. Das war jetzt der 31. Spieltag. Wir gucken einmal ganz kurz auf die Tabelle, weil es jetzt wirklich spannend wird. Also, wir haben jetzt 7 Punkte Vorsprung. Auf 9 Punkte, die noch ausstehen. Das bedeutet, wenn Bayern
oder Leipzig verlieren, sind wir automatisch Meister. Wenn Leipzig, Bayern unentschieden spielen und wir gewinnen, sind wir automatisch Meister. Ja, und wenn wir unentschieden spielen oder verlieren, dann sind wir noch nicht Meister. Es sei denn, wenn wir unentschieden spielen, Leipzig und Bayern müssten dann auch verlieren. Und ich sehe gerade, guckt euch das mal an, Leipzig und Bayern spielen jetzt gegeneinander. Das ist ja richtig gut. Das bedeutet, die Chance, dass die beiden unentschieden spielen, liegt gar nicht so fern. Wir sind gespannt. Die Antwort gibt's jetzt. So. Mannschaftsaufstellung. Oh, hier gibt's nochmal Teambericht. Was sagt denn unser Torwart? Der hat jetzt von 85 bis 94. Das ist echt gut. Aber sonst sind keine Granaten dabei, ne? Ne. Der Beste ist unser Torwart. Was sagt ihr? Sollen wir den nehmen oder sollen wir noch eine Saison warten? Weil Früchtl ist auch erst 25. Schreibt es mal bitte auch in die Kommentare. Das interessiert mich, eure Meinung. Ob wir ihn jetzt nehmen sollen, weil, boah, sieht eigentlich schon echt gut aus. Oder ob wir noch eine Generation warten sollen. Also sprich nächste Saison. Ende der nächsten Saison. So, jetzt. Wie starten wir? Ich würde eigentlich gerne nichts ändern. Wobei doch. Amiri definitiv rein. Havertz kommt auf rechts. Und ja, das war's. Tiedemanns hat das Tor gemacht, der bleibt auch drin. So, jetzt Pressekonferenz. Danke, dass Sie alle gekommen sind. Wenn es Fragen gibt, dürfen Sie die jetzt stellen. Umstellungen sind denkbar. Ja. Die Jungs sind auf jeden Fall bereit. So. So, gehen wir es an. Wir können Meister werden. Hellblau oder grün? Wir nehmen ganz klar grün. Heimtrikot. Spieleinstellung. Da möchte ich auf jeden Fall keinen Regen haben, sondern heiter. Und jetzt die Frage aller Fragen. Werden wir Meister? Bayern und Leipzig müssen unentschieden spielen. Sobald einer gewinnt, bin ich Meister. Oder warte mal, doch sind wir doch. Kann das sein, dass ich falsch gerechnet habe? Weil das ist jetzt ja der 32. Spieltag. Dann gibt es nur noch 6 Punkte. Stimmt, bei einem Sieg sind wir Meister. Wie komme ich denn darauf, dass wir, wenn wir gewinnen, dass wir dann noch nicht Meister sind? Es fehlen noch 3 Punkte bis zum Titel. Noch ein Sieg, dann darf gejubelt werden. Okay, ja, dann habe ich das falsch gerechnet. Ich weiß auch nicht, was da los war. Also, ein Sieg und wir sind Meister. Hallo, liebe Fußballfans, schön, dass Sie dabei sind. Ein Sieg und wir sind Meister. Amiri. Sessen Jung. Tiedemanns. Amiri. Und das 1-0. Amiri mit dem 1-0. Das war ein bisschen Glück. Geil. Sessen Jung. Flanke. Tiedemanns schießt ab. Abgeblockt. Aber Amiri steht zum Glück nicht im Abseits. 12. Saisontor. Amiri. So.
Embolo. Havertz. Sessegnon kriegt den Ball leider nicht unter Kontrolle. Havertz. Havertz mit dem Schuss, aber abgeblockt. Ui, Freiburg ist ganz schön verunsichert gerade. Amiri, Schuss abgefälscht. Eckball. Enormischer Druck jetzt von unserer Seite. Eckball, Todibo. Tiedemans hat einen strammen Schuss. Und es gibt gelbe Karte für Tiedemans. Ich weiß jetzt nicht wieso. Gucken wir uns das nochmal an. Nein, gibt es keine Wiederholung. Schade. So, Zinzeredda. Amiri. Embolo. Amiri! Ich glaube, der wäre aber rübergegangen, oder? Dropkick. Und der wäre... Ne, der wäre reingegangen. So, Embolo suchen. Ui, Havertz. Oh, vorsichtig. Vorsichtig. Ah, Freiburg macht es nicht schnell. Wir stehen hinten relativ wieder sicher. So, Sessegnon. Amiri. Havertz zieht an. Amiri steht völlig frei. Amiri. Ah, wieder. Der Keeper. Es steht nur 1:0. Wir müssten eigentlich bei diesem Druck Minimum mit 2 Toren jetzt mal führen. Langsam. Amiri, nochmal. Ah. Amiri dreht auf. Havertz gewinnt da das Kopfballduell, aber nicht genau genug. Ui, 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 ui. Ah, Todibo. Kein Fehler jetzt. Reece James kann da nicht klären, richtig. So, Freiburg wird jetzt mal ein bisschen besser, aber der Fehler. Kaum sage ich das. Gute Ballmitnahme da von Embolo. Der Pass auf Havertz, sensationell. Havertz, 2:0. 2:0. Ein riesiger Schritt zur Meisterschaft. Und auch wieder der Pass, glaube ich, kam wieder mal von Embolo, wenn ich da jetzt richtig liege. Oh ja, Freiburg ist jetzt aber mal ganz verunsichert. Ja, Embolo kommt da nicht durch. So, jetzt bitte hier aber nicht einengen lassen, VfL Wolfsburg, sondern bitte weiter dranbleiben. Weil Freiburg wird jetzt langsam wieder stärker. Oh, wieso geht da keiner hin? Aber abseits. Glück gehabt. Ah, schade. Kein guter Pass von Tiedemans. Oh, Tonali. Stark den Ball da erobert. Sessegnon auf Embolo. Amiri dreht sich. Ah, aber dann Tonali stand im Abseits. So, wir führen zur Pause 2:0. Auf jeden Fall verdient.
So, wir wechseln. Amiri wird auf jeden Fall noch nicht rausgehen. Den werden wir gleich auswechseln, sobald das Spiel wieder begonnen hat. Und zwar jetzt, damit er noch seinen Applaus bekommt, den er auf jeden Fall verdient hat. Und Foden wird kommen. Embolo wird rausgehen. Und Boadus wird kommen. So, jetzt. So, ich will jetzt Ballbesitz haben. Gar nicht Freiburg in Ballbesitz kommen lassen. Havertz auf Embolo. Tonali. Oh, jetzt sind wir relativ weit oben aufgerückt. Aber gut gemacht von Todibo. Embolo schießt, aber in die Arme von Pirat. Pirat, glaube ich, wird das ausgesprochen. So, wir wechseln jetzt auch nochmal. Ja, Tielemans geht raus. Milliot wird kommen. Ja, Sancho wird auch aus eingewechselt für. Ach, wir können gar nicht mehr. Stark gemacht von Amiri. Ja, da wollten sie es zu schön machen. Ich will es noch nicht beschreiben. Aber stark gemacht von Embolo. Embolo. So, Freiburg kommt jetzt nochmal. Oh, gefährlich da von Todibo. So, Sessegnon. Der ist schnell, der kann jetzt nochmal den Sprint anziehen. Havertz ist da komplett linke Seite frei, den sehe ich. Und Havertz. Ah, daneben. Schade. Hä, wieso fallen die denn jedes Mal in der Animation? So, Milliot. Boah, du bist ein bisschen zu weit raus. Milliot. Versucht's. So, noch 20 Minuten und wir sind endlich Meister. Ich glaube, nach 4 Saisons, wo ich das probiert habe, gelingt uns das jetzt endlich mal. Foden. Zieht an. In den Strafraum. Havertz, oh, geht nicht rein. Aber auch gut gemacht von Foden, Eckball. Schade. So, Freiburg hat irgendwie alle Zeit der Welt, keine Ahnung wieso. So, Reece James, uiuiuiui. Ein Abschluss, aber der war harmlos. So, 10 Minuten noch. Havertz. Und das ist die Entscheidung, wir sind deutscher Meister. Endlich deutscher Meister. Bitte schreibt's in die Kommentare. Hashtag endlich deutscher Meister. Das ist die Entscheidung. Havertz gute Übersicht und Sessegnon Kopfball. 11. Saisontor. Gibt es vielleicht noch ein Tor? Gibt es vielleicht noch ein Tor?
Ne, ist abseits. Das ist abseits. Aber das bringt Zeit wieder. Aber das ist gelaufen. Wir sind deutscher Meister. Nach 4 Anlaufversuchen habe ich es endlich geschafft. Und ich glaube, die Meisterschale gibt es dann aber im nächsten Spiel. Das weiß ich jetzt nicht, wie es da gemacht ist. Wie gesagt, ich wurde noch nie deutscher Meister in FIFA 20. Gibt nochmal einen Freistoß und die Chance zum 4:0. Hui. Und es ist soweit. Wir sind deutscher Meister. Okay, Buschi hat es gerade gesagt, im nächsten Heimspiel gibt es die Trophäe. So. Endlich sind wir deutscher Meister. Ich fasse es nicht. Danke, dass Sie direkt nach dem Schlusspfiff zu uns rübergekommen sind. So. Danke für das Gespräch. Gut. Dann trainieren wir hier nochmal schnell. Und dann bedanke ich mich natürlich fürs Zusehen. Lasst gerne eine Bewertung da oder schreibt auch gerne einen Kommentar. Ihr könnt ja schon mal schreiben, was wir für die nächste Saison so für Einkäufe machen sollen, wen ich abgeben soll, euer Spieler der Saison für unsere Mannschaft. Und vergisst nicht den Hashtag endlich deutscher Meister. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Als nächstes geht es dann gegen Dortmund. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.